Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns M. Cruise in ihren Evergreen Zoo. Dieser kommt am besten bei Nacht zur Geltung, da der Fokus des Zoos auf der farbenfrohen Beleuchtung und der dichten Bepflanzung liegt. Weitere Highlights sind unter anderem der Tigertempel und die schwarze, begehbare Pyramide. Und jetzt begeben wir uns direkt in den Zoo von M. Cruise, nämlich in den Evergreen Zoo. Und da sind wir auch schon angekommen. Ist lang her, dass wir den Zoo bei Nacht besichtigt haben. Ich freue mich schon drauf. Ich liebe die Lichtspiele von Planet Zoo. Ich habe übrigens den Zoo geschlossen, weil die FPS nicht die allerbesten sind. Ich finde es zwar mal schade, wenn die Gäste dann gehen müssen, aber es ist auch irgendwo schön, eine Privatvorstellung vom Zoo zu haben, ne? Also alle raus mit euch. Ist für mich reserviert. Der Eingang sieht ja schon mal sehr cool aus mit dem Dach. Richtig schön verziert hier alles. Was haben wir hier? Tickets. Erwachsene 20. Familien 40. Kinder 10. Was sind Members? Achso, Mitglieder des Zoos. Ja, macht Sinn. Ich dachte gerade, was sind denn Members für Familienmitglieder? Oh, voll schön. Aber der hat gar keinen Bock, glaube ich. Der ist voll müde. Mundwinkel sind unten. Nee, ich freue mich aber. Das sieht nämlich schon super einladend hier aus. Mega toll. Es gibt übrigens mehrere Rundgänge. Circle 1 sollen wir gleich als erstes machen. Und es stand drin, dass schwarze Schilder Abstecher sind. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, was ich machen soll, weil rechts und links Circle 1 steht. Aber ist eigentlich relativ egal, wo wir lang gehen. Da steht auch noch was. Seit wann kann denn diese Schrift so leuchten? Ich glaube, das sind irgendwelche Schilder, die in der Wand versenkt sind, ne? Die so leuchten. Nehmen wir das erste Tier, der Tapir. Oh, das sieht wunderschön aus. Richtig nice beleuchtet. Tolle Höhle. Richtig cool. Atmosphärensounds sind auch da. Oh, mit dem Wasser. Na, Planet Zoo bei Nacht ist wirklich schön, wenn das alles beleuchtet ist. Kann man nicht anders sagen. Hier haben die dann auch nochmal so eine kleine Schlafhöhle. Auch sehr süß. Wie die dann Nickerchen machen. Ich habe mich mit diesen Lichtspielen auch selber noch gar nicht auseinandergesetzt, wollte ich sagen. ich habe das selber nie gemacht, weil ich selber nie dazu gekommen bin, ein Zoo bei Nacht zu bauen. Aber ich finde das wirklich super interessant, weil da kann man so viel machen. Allein schon diese indirekte Beleuchtung hier von dem Baum und so, das sieht so schön aus. Der Nebel ist auch nice. Wir müssen aber gleich hier lang. Gehen jetzt aber nochmal hier die andere Richtung rum. Nehmen wir nochmal Bären. Sieht auch super schön aus. Voll das Riesengehege. Ich glaube, das ist alles hier noch Bärengehege. Hier ist auch so ein schönes Häuschen. Auch hier der Turm schön angestrahlt. Also man kann wirklich mit dem Licht so viele tolle Sachen machen. Kann man hier rein? Nee, okay. Hätte ja sein können. Was ist denn das für ein Bär? Ist das ein Grizzly? Ich glaube schon. Oh, wie süß die alle schlafen. Die ganze Familie. Papa, Mama und die drei Kinder. Richtig schön. Also auch toll gebaut hier alles. Oh, was ist denn da? Das ist ein schwarzer Jaguar? Ich glaube schon. Oh, tatsächlich. Oh, wie cool. Aber das ist ein anderes Gehege, ne? Oder? Nee, warte mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Der im gleichen Gehege drin? Oder hat er sich verlaufen? Der ist doch im gleichen Gehege. Okay, das ist verwirrend. Nicht, dass er hier die Babys anfällt. Ah, Toiletten haben wir hier auch. Auch sehr schön gemacht. Kann sogar Männlein, Weiblein erkennen. Richtig cool, hier so halb in die Wand eingebaut. War sogar direkt am Eingang, habe ich gar nicht gesehen. Und natürlich dieser schöne Springbrunnen, den können wir uns auch nochmal angucken. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alle Schilder abgearbeitet hier. Sieht gut aus. Das heißt, wir können hier wieder zurückgehen und dann geht's weiter. Gehen nämlich durch so einen tollen Glastunnel.
Sieht auch wieder toll aus, ne? Mit der Beleuchtung. Oh, das ist ja auch ein Gehege. Ah, Wölfe haben wir hier. Auch wunderschön. Wir gehen mal durchs Glas durch. Das sieht so interessant aus hier, diese ganzen Fels- und Bergarbeiten und dann hier diese Brücke. Dann mit der Beleuchtung. Hier unten ein schöner Wasserfall. Ja, aber da kann man sogar rein. Ich glaube, die Tiere können hier vielleicht unten drunter oder so. Also wirklich toller Zoo bis jetzt. Das hier ist ja noch alles Bärengehege. Oh, jede Ecke sieht super interessant aus. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Und hier geht es erst richtig los. Hier ist das Eingangsschild. Evergreen. Oh, wie toll, du hast hier so einen Baum gebaut. Das ist ja auch nice. Ist auch wieder super beleuchtet mit Grün und Pink. Und ein bisschen Rot hier. So, hier geht es gleich weiter. Circle 1 rechts. Zum Grizzly. Okay. Hier haben wir aber nochmal einen wunderschönen Blick auf die Wölfe. Auch eine coole Idee für einen Zaun. Ganz schön gefährlich, wenn man hier so nah rangeht und die Arme durchstecken kann. Aber es sieht echt toll aus. So, wir folgen aber den Schildern. Hier geht es nämlich entlang. Guided Cinetic Route Tour Kids School and Youth Program. Mhm. Ah, wie schön. Hier sind auch nochmal die Bären. Wieso sieht der so anders aus hier? Der weiße Bär. Nicht das schwarze Schaf, sondern der weiße Bär. Oder der helle Bär. Macht er? Ey, das ist cool, dass das Gehege so riesig ist. Find's nur ein bisschen verwirrend mit dem schwarzen Jaguar. Aber sonst ist das hier alles schon wunderschön. Gut, dass du gut ausgeschildert hast, sonst würde ich mich safe verlaufen. Weil das, glaube ich, gar nicht so einfach ist, sich hier zu verlaufen. Cool, ich ging gerade so viele Wege ab. Bin verwirrt. Ich glaube, hier sollen wir auch nochmal hoch. Ich laufe einfach mal, wie ich denke. Hier hat man dann nämlich nochmal eine wunderschöne Übersicht über das Grizzly-Gehege. Was haben wir hier hinten noch? Und mein schönes Schild. Wahrscheinlich Mitarbeiterraum, ne? Ja. Hier ist Strom- oder Wasserversorgung. Der Himmel sieht auch so schön aus. Die Wolken sind so rot. Oh, und die Schmetterlinge hier auch schön beleuchtet. Hier ist echt viel Liebe zum Detail wieder drin in dem Zoo. Ich werde wahrscheinlich sehr viel übersehen. Aber der Zoo ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr ihn selbst ausprobieren wollt. Hier haben wir das nächste Tier. Boah, auch richtig cool. Der Ameisenbär. Ja, diese Ruinen und dann dieses Licht und die Wasserfälle. Das sieht schon echt toll aus. Wunderschön. Und auch tolle Tiere natürlich, ne? Wer von euch freut sich schon auf das DLC, was Dienstag rauskommt? Ich freue mich mega. Na, ist kaputt? Ja, ich glaube, drauf rumdrücken macht's nicht heile. Aber auch sehr elegant, muss man sagen, mit so einer Ranke. Das zu lösen, damit die Leute da nicht durchgehen. Oder dass es nicht so schäbig aussieht. So, Circle 1. Hier gibt es wieder ein paar Essensläden. Ich denke mal, ich soll hier hin. Sehr enge Wege, aber das sieht alles sehr mega schön aus. Da oben ist auch ein Tempel oder sowas. Da können wir bestimmt auch noch hoch. Das wäre auf jeden Fall cool. Gerade echt Angst, mich zu verlaufen, muss ich sagen. Laufen wir einfach mal hier im Kreis. So, Essensläden. Asia Lounge. Oh, wie cool. Richtig gemütlich. Mit so Trennwänden. Kann man sich da ein bisschen erholen und entspannen. Wunderschön. Okay, ich glaube, ich bin mega falsch abgebogen. Ich glaube, wir sollten irgendwo hier hinten lang gehen. Folge den Schildern dann. Nicht immer dein eigenes Ding machen. Hier bin ich richtig. Okay, hier geht's runter zum Ameisenbär. Auch nochmal so einen schönen Gang. Hier kann man auch wunderschön reingucken.
man wirklich nochmal eine tolle Sicht in das Ameisenbärengehege. Das ist auch perfekt gemacht. Ist genau auf Kopfhöhe. Kann man die Tiere dann super beobachten beim Fressen. Sind ja auch so süß, ne? Klein. Da hinten ist nochmal ein Ice Cream Stand. Und hier sind Toiletten. Wohin geht's nach hier? Ach, hier ist nur ein Schild. Okay. Was haben wir denn hier links? Hier haben wir noch gar nicht hingeguckt. Oh, die nächsten Tiere. Geparden. Auch mega schön. Das hier sieht auch cool aus mit den Felsen, die du das hier gemacht hast. Okay. Hier haben wir die. Nochmal so eine Terrasse. Oh, da muss man echt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Aber wir sind zum Glück noch so Auffangbügel, im Zweifel. Hast du an alles gedacht? Wir wollen ja nicht, dass ein Kind Gepardenfutter wird. Okay, habe ich mich jetzt wieder verlaufen? Nee, ist nur so eine Abkürzung und ein Schleichweg. Gut zu wissen. Also gibt es viele von diesen kleinen, engen Wegen, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber hier kann man nochmal auf die Ameisenbären schauen. Hier hat man dann nochmal so einen kleinen Balkon. Kann wirklich von allen Blickwinkeln darauf gucken. Und Jaguar haben wir hier. Hier kann man auch nochmal durchlugen. Sowas finde ich auch mal schön, wenn man nochmal solche kleinen Gucklöcher hat. Was ist denn das hier unten? Waren wir da gerade schon? Ich glaube, das ist das bei dem Ameisenbär, ne, wo wir vorhin waren. Auch ziemlich cool. Das heißt, man kann von da unten auch die Jaguare sehen, wenn die hier rüberlaufen. Da sind sie. Hier ist auch ein kleiner Schwarzer dabei. Ein Black Panther. Noch einer. Das hast du auch ordentlich gezüchtet. Ah, und der andere ist von abgehauen, ne? Der ist hier über den Berg, glaube ich, gegangen. Ich glaube, das sollte er gar nicht. Der ist wahrscheinlich ausgebüxt, den wir vorhin gesehen haben. Oh, das sieht alles so cool aus. Das ist alles so verwinkelt. Also hättest du nicht ausgeschildert, würde ich mich so verlaufen hier. Hier sind nochmal Toiletten. Oh, auch sehr schön eingebaut hier mit dem Bambus. Warum kommt der so auf mich zugerannt? Ne, er dreht jetzt ab. So, Circle 1. Ist er jetzt vorbei, oder wie? Nee, hä? Bin ich verwirrt. Ich hab mich verlaufen, ne? Hier sind die neuen. Oder was heißt neuen? Diese Automaten. Die habe ich halt auch noch nicht groß betrachtet. Hier nach unten, oder wie? Ja, hier geht's lang. Seht ihr, Leute, ich wusste, ich habe mich verlaufen. Aber das geht auch echt schnell hier, ne? Mit diesen ganzen kleinen Wegen. Das ist wie ein kleines Abenteuer hier, was wir gerade gemeinsam durchleben. Auch sehr cool hier mit den Ranken. Was sehen wir denn da unten für Tiere? Ich kann es gerade nicht erkennen. Ich sehe da nur Spielzeug die ganze Zeit fliegen. Da. Ach, das sind die Geparden. Ah, verstehe. Okay. Jetzt geht's hier nochmal runter in eine Höhle. Oha. Also man kann die Tiere wirklich von überall beobachten. Das ist echt krass. Jetzt sind wir wieder bei den Ameisenbären. Und jetzt? Hier lang. Okay. Jetzt geht's hier hindurch. Könnte ein begehbares Gehege sein. Mal schauen. Weil hier sind diese Seile, die habe ich schon öfter gesehen. Zur Abgrenzung. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Ob hier irgendwas wäre. Ja, Flamingos. Oh, ist das wunderschön. Oh, wirklich toll. Mega nice. Jetzt sind wir wieder bei den Geparden. Auf der anderen Seite, von wo wir da oben, glaube ich, oben links. Kann man auch nochmal perfekt reinschauen in die ganzen Höhlen. Also das mit der Sicht ist wirklich super. Und du hast auch überall alles hier abgesteckt mit Felsen. Steckt so viel Arbeit drin. Oh, jetzt sind wir wieder bei den Flamingos. Oh, was ist das denn? Ist das ein Albino?
Oh mein Gott, der ist ja beautiful. Sowas auch in Männlein? Hey, bleib doch mal hier. Hallo. Will dich sehen. Blauer V. Ist tatsächlich ein Albino. Mega schönes Tier. Also du hast ja echt ordentlich gezüchtet. Und wo komme ich denn jetzt her? Hier, ne? Ja, hier war ich. Hier habe ich durchgeguckt, da chillen die Flamingos. Das ist auch richtig schön gemacht. Im Hintergrund auch die Gebäude. Weiter geht's. Left only, Circle 1. Circle 2, okay. Oh, hier geht's rein. Oh, das ist begehbar. Habe ich gar nicht gesehen auf den ersten Blick. Hier geht's auch nochmal hinein, irgendwo hin. Über so einen schönen Felsweg. Nach hier nach oben. Sind wir denn jetzt hier in so einem Dom oder was ist das? Oh ja, hier sind nochmal Toiletten. Oh, die sieht ja gruselig aus. Okay, das könnte jetzt auch ein Horrorzoo sein. Erstmal hängen bleiben. Muss man richtig aufpassen, dass man sich hier nicht aufspießt auf den ganzen Zacken. Geh mal ein bisschen schneller. Könnte gerade echt ein Horrorspiel sein. Okay, es ist wieder freundlich. Oh, hier haben wir die Kasuare. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein komisches Geräusch ist. Die machen das ja immer. Und Dingos. Oh. Die Dingos habe ich fast noch nie gesehen. In irgendeinem Zoo, glaube ich. Da sind sie. Oh, auch wunderschön. Hast du cool gemacht hier mit dem Holz, dass man da so durchgucken kann. Jetzt sieht man nochmal die Kasuare. Glaube ich, der gefährlichste Vogel der Welt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch wunderschön hier alles. Schön gestaltet, schön beleuchtet. Diese Geräusche allein schon. Die machen mir Angst. So, dann geht's hier weiter. Ja, die haben auch wieder ein riesiges Gehege, ne? Können hinten, glaube ich, einmal komplett rumlaufen. Ja, hier können die einmal rum. Dann in dem Bereich. Und dann haben die sogar noch da hinten einen Außenbereich, einen großen. Hier ist nochmal der nächste Außenbereich. Mega interessant. Alles super durchdacht hier, was du gebaut hast. Oh, ich glaube, hier hast du die Verdunklung auf der falschen Seite gemacht, oder? Bin mir gerade nicht sicher, das sah so dunkel aus. Kann auch vom Licht kommen. Ich glaube, das kommt eher vom Licht, weil das so blendet. Oh, das sieht hier auch schön aus. Die ganzen Zäune, der Weg. Ah, das ist der Außenbereich dann von den Dingos. Und hier rechts ist nochmal von den Kasuaren. Oh, Känguru haben wir auch. Also wir sind gerade in Australia. Da biegen wir mal eben ab. Durch diesen schmalen Pfad geht's jetzt. Ich würde mir das alles gerne noch länger angucken, aber ich will natürlich auch nicht zu viel Zeit hier verlieren. Ihr könnt ja den Zoo, wenn ihr ihn nochmal genauer sehen wollt, selber ausprobieren. Ist ja kein Problem. Sieht auch wunderschön aus, die Felsarbeit. Die Wüste sieht cool aus. Und dann hoppeln da die Kängurus. Das ist ein Rundgang vielleicht? Ja, das ist, glaube ich, ein Rundgang. Folgt mal einfach den Schildern. Oh Gott, hier geht es nämlich krass nach unten. Hier mit schöner Deko. Wasserfälle sind auch am Start. Da ist so viele kleine verwinkelte Wege. Ich habe safe schon ein paar Wege übersehen. Was macht der denn da? Okay. Ich dachte, irgendwie der humpelt oder so. Sieht ja ganz komisch aus. Oh, hier schlafen die dann nochmal. Aber nicht füttern, Leute. Nicht füttern. Ach, hier kann man auch mal von unten an die Kängurus sehen.
Wie sie hier entlang koppeln. Ey, sind die schnell. Oh, der spielt Ball. Ach, hier fressen die auch. Ach, wie schön. Okay. Dann hier die Trennung. Ja, hier ist die Trennung. Von den beiden Gehegen. Kann man auch nochmal durchgucken, wie die schlafen. Hier geht es dann wieder nach oben. Eine enge Wendeltreppe. Und ich... Ja, wo bin ich jetzt? Ja, toll. Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Das heißt, wir können hier wieder zurück. Nochmal einen Blick riskieren nach links, nach rechts. Das ist echt cool. Und dann geht's hier weiter. Wir sind immer noch bei Circle 1. Ich glaube, es gibt 4 Stück. Das heißt, der Zoo ist vermutlich mega riesig. Oder die anderen Kreisel oder Rundwege sind ein bisschen kleiner. Hier haben wir Koalas. Sehr schön, dass du hier diesen Baum platziert hast, wo die fressen. Sehen ja auch so süß aus. Die kleinen. Geh mal hinein. Kleines süßes Gehege. Wunderschön gemacht mit dem Holz. Und auch hier den Felsen. Du hast allgemein nie irgendwie richtige Barrieren benutzt. Du hast immer alles selber gebaut. Finde ich mega toll. Können wir den nochmal beim Schlafen sehen? Bin ich überhaupt richtig gelaufen? Keine Ahnung. Ja, schon das nächste Tier. Ach, das ist Kasuare wieder. Ah, das ist jetzt hier wieder der Außenbereich. Also, wir müssen wirklich hier links abbiegen, so wie es aussieht. Ja, wir sind hier richtig. Oh Mann, oh Mann. Oh, jetzt sind wir wieder in einem anderen Bereich. Hier sind Lamas. Südamerika. Ein wunderschöner Tempel. Da hinten sind die Lamas. Sehen ja mal eingebildet aus, ne? Und hochnäsig. Oh, hier kann man nochmal die Kasuare sehen. Was? Einfach hier nochmal so eine Stelle, wo man da reingucken kann. Nicht schlecht. Hier sind die Lamas. Juhu. Mit einem wunderschönen Tempel. Oh, da gehen wir auch direkt hinein. Sieht auch schon wieder cool hier aus. Diese Wände. Voll cool gemacht. Da sind die Toiletten. Ah, und hier hat man dann den Schlafbereich nochmal von den Jaguaren, glaube ich. Ja, schläft sogar gerade ein schwarzer Jaguar. Ein Baby. Geht es hier auch noch irgendwo weiter? Ich glaube nicht. Hier ist auch nochmal ein Schlafbereich, so wie es aussieht. Gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ansonsten Toiletten und dann geht es hier wieder raus. Wieder bei den Flamingos. Nochmal ein Schild. Oh, das ist aber schön. Ja, wir müssen die Erde beschützen und die Tiere. Jetzt sind wir in einem Flamingo-Gehege. Ist das das gleiche wie vorhin? Könnte sein, ne? Kann sein, dass wir von da unten lang gelaufen sind. Hier so. Bin mir aber unsicher. Doch, safe. Das habe ich vorhin genauso gesehen. Diese Statue. Oh, das ist cool, dass man hier nochmal lang gehen kann und hier chillen kann. Deswegen hast du wahrscheinlich auch die anderen Besucher angelassen. Da hätte ich das nämlich im Hintergrund gesehen. Das Problem ist, ich laufe hier gerade schon wieder selber, ohne auf die Schilder zu achten. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin oder nicht. Oh, er kann fliegen. Nur ganz kurz. Schön bepflanzt ja auch alles. Das haben wir halt alles gerade schon gesehen. Und jetzt gehen wir nochmal mitten durch. Okay, so wie es aussieht, geht jetzt hier weiter. Ich habe mich, glaube ich, nicht verlaufen. Ich hoffe es zumindest. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, in Afrika. Food and Drinks Restroom. Gehen wir mal schnell abchecken. Ja, so eine kleine süße Ecke. Mitarbeitergebäude und hier wahrscheinlich Toiletten. Genau. Auch wieder schön ums Eck gebaut, dass man das nicht so störend sieht, dieses Gebäude. Jetzt geht es hier entlang. Also es ist wirklich sehr viel mit kleinen, engen Gängen gearbeitet. Dadurch übersieht man aber auch viel, glaube ich. Also sei mir da bitte nicht böse, wenn ich mal was nicht sehe. Da verliert man schnell den Überblick und die Übersicht. Und wir hier unten. Löwen. Muss ich rechts, links? Ich habe keine Ahnung.
schauen erstmal ins Gehege rein. Oh, das sieht ja auch schön aus. Interessante Felsarbeit wieder. Hier ist nochmal eine Höhle. Man sieht wirklich wundervoll viel. Ich werde hier gleich gefressen. Wir gehen einfach mal rechts. Keine Ahnung. Lion Hippo. Ich sollte vielleicht den Schildern doch irgendwie folgen. Bin aber gerade verwirrt. Hier stand nichts. Oder geht's links nicht lang? Ach, hier ist eine Sackgasse. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Dann gehen wir doch hier lang. Dann machen wir einen Abstecher hier erstmal zu den schwarzen Schildern. So stand es zumindest in der E-Mail. Da kann man jetzt auch nochmal gucken von allen Seiten. Das Löwengehege. Das sind auch sehr viele Tiere immer. Das finde ich auch sehr schön. Weil die Gehege halt auch dementsprechend groß sind. Und das hier ist jetzt das Flusspferdgehege. Da kommt es gerade aus dem Wasser. Und macht erstmal sein Geschäft, okay? Sieht ja auch mal so witzig aus bei Flusspferden. Hier hat man auch nochmal einen wunderschönen Ausblick. Wait. Ich bin gerade links gegangen, ne? Okay, dann ist das einfach nur hier so ein Rundgang. Da geht es auch nochmal hoch. Ah, ich verstehe. Okay. Würde man von oben wahrscheinlich schneller checken, hier die ganzen Wege. Aber wenn man so aus Ego-Perspektive guckt, ist es immer nicht so einfach. Hier hat man dann Underwater Viewing. Bald können die Tiere ja auch endlich tauchen, richtig. Weil die Flusspferde, die tauchen ja auch nicht richtig, ne? Die sind ja auch nur immer so am, ja, quasi laufen auf dem Meeresgrund. War jetzt ja auch noch nie so spannend. Oh, wo bin ich denn hier? Das ist wahrscheinlich auch ein Gehege hier mit dem Glas. Tunnel. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich höre was. Ja. Flusspferd. Perfekt. Gleich bricht das Glas durch bei dem Gewicht. Hier ist dann nochmal die Schlafhöhle von den Flusspferden. Beziehungsweise das Schlafhaus. Sieht auch wieder sehr schön hier aus. Das Mitarbeiterweg. Ah ne, das sind Schilder. Hippo und Afrika Mix. Okay. Gehen wir mal hoch. Ah, hier haben wir das Mixgehege. Giraffen, Zebras, Affenbüffel, Strauße. Also ordentlich gemixt. Auch wieder sehr schön hier gemacht. Und zu unserer Linken sind die Hippos nochmal. Also man kann wirklich alle Tiere von allen Seiten sehen. Das ist so schön gemacht. Ist auch voll der interessante Rundgang. Da verpasst man eigentlich, glaube ich, nichts. Also zumindest kein Tier. Oh, hier sind auch noch Böcke. Ist das eine Rappenantilope? Damn, bin ich gut. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich das richtig mache. Okay, hier ist Sackgasse. Gut, Sackgassen sind natürlich nicht immer so schön, aber ja, das geht ja noch. Da muss man nicht so weit zurücklaufen. Na gut, ist schon ein Stück. Egal. Den Ausblick war es wert. Mitarbeiter? Ja. Das ist aber auch immer sehr schön eingebaut, muss man sagen. Ganzen Mitarbeitersachen. Oh. Komodo-Warane. Auch super interessant aus hier von dieser Sicht aus. Richtig schöne Oase, die die hier haben. Doch, glaube ich, nur Deko, oder können die da rein? Nee, ist nur Deko. Einfach nur so Hintergrunddeko. Mega cool. Ja, das ist ja echt super Mühe gegeben. Auch perfekt auf Kopfhöhe. Kann man die nochmal richtig gut beim Fressen beobachten. Mega schön. Africa Mix. Hier geht's auch nochmal rein. Hier sind halt so viele enge Gänge. Und der Zoo ist einfach riesig. Ich glaube, hier kann man sich wirklich Stunden umgucken und sieht sich immer noch nicht satt. Nochmal eine schöne Terrasse und wo man dann mal einen wunderschönen Überblick nochmal hat. Über die Tiere, aber wir gehen weiter. Mal nochmal gucken, wenn die schlafen, die Tierchen. Hier sind nochmal ein paar Jeeps.
Circle 2, also hier lang. Und dann geht's gleich schon zu Circle 3. Ne, nicht Circle 3, oder? Bin mir gerade unsicher. Wait. Circle 2, Circle 3. Ja, wo ist denn jetzt Circle 2? Ach, hier. Guck mal, fast verlaufen. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ich habe halt das Gefühl, ich werde hier ein bisschen wie ein kleines Labyrinth durch den Zoo geführt und komme dann irgendwo wieder raus, was ich schon gesehen habe. Also man hat hier auf jeden Fall sehr lange Laufwege. Für lauffaule Menschen ist der Zoo nix. Wir sind hier underwater, kann das sein? Nee. Oder? Bin mir gerade unsicher. Wenn nur Düsen über uns sind oder ob wir wirklich unter Wasser sind. Spotted Hyena. Oh, die haben wir auch noch nicht gesehen. Wieder was Neues. Schönes Hyänengehege. Ich glaube aber, die Dunkelheit macht es auch nicht leichter. Also da verläuft man sich, glaube ich, dann leichter. Weil dadurch mehr Sachen gleich aussehen. Okay, ich denke mal, wir sollen jetzt... Ne, wo sollen wir jetzt hin? If only. Hä? Sind wir wieder irgendwo am Eingang? Hey, waren wir doch vorhin schon? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Circle 2. Da steht aber auch Circle 2. Hä? Okay, ich glaube, beide Schilder zeigen in diese Richtung. Damit ich mich nicht verlaufe. Geht's nämlich hier hoch. Hier war dieses Evergreen-Schild. Es sind halt schon sehr, sehr viele Wege. Ist irgendwo auch cool, aber ist halt auch sehr verwirrend, ne? Also ohne die Schilder wäre ich komplett aufgeschmissen. Selbst die Schilder verwirren einen ja schon so ein bisschen. Weil die Wege halt immer... Ja, man sieht halt manchmal gar nicht, dass es ein Weg ist. Und dann geht's da lang. Das ist ein Wolfsgehege. Okay, hier geht's jetzt auch nochmal nach unten. Wieder mit einer engen Treppe. Frag mich halt, wie das hier aussieht mit vielen Besuchern. Die könnten sich doch voll blockieren gegenseitig, oder nicht? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Bin ich jetzt wieder? Du hast es halt auch teilweise so gemacht, dass man von einem Bereich in den anderen geht, dann wieder zurück und so. Ich weiß nicht, ob es nicht klüger ist, wenn du wirklich Bereich nach Bereich abarbeitest. Also von wegen Südamerika, dann Afrika und so weiter. Weil es ist teilweise echt verwirrend. Dann ist man wieder in dem Bereich. Hier ist ein Panzernashörner. Also ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin genau. Wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, schätze mal ein, wo du von oben gerade im Zoo bist. Könnte ich nicht sagen, glaube ich. Okay, das ist nochmal der Wolfstunnel hier. Und das hier ist wahrscheinlich dann der Schwimmbereich von den Nashörnern, gehe ich von aus. Ja, da sind sie auch. Wunderschön. Oh nein, jetzt kommen wir nicht mehr hoch, oder was? Ach, Gott sei Dank. Oh, das ist auch schön hier. Man kommt hier hoch und dann der Mond. Okay, Rhino und Restrooms. Da biegen wir einmal ab. Den wir trinken. Dann hat man hier nochmal so eine schöne Fläche, wo man chillen kann. Oh, hier sind Bisons. Und Springböcke. Stand aber nicht. Den Schildern. Hier sind die Restrooms. Auch wieder schön versteckt, so wie es aussieht. Ja. Hat man sogar nochmal, wenn man anstehen muss, einen schönen Ausblick. Na, guck mal, die Nashörner haben auch so ein richtig schönes Haus da. Hier eine Sackgasse, ich könnte es mir vorstellen. Ne, hier geht es auch wieder höher. Ich bin jetzt aber wieder verwirrt. Eigentlich hätte ich doch von abbiegen müssen. So, ich bin nochmal zurückgegangen. Wir standen nämlich vor dem Schild vorhin. In der E-Mail steht, schwarze Schilder sind ein Abstecher. Aber ihr habt ja gerade gesehen, der Abstecher führt mich halt wieder zu neuen blauen Schildern. Und das macht halt keinen Sinn. Also ich glaube, ich muss hier lang. Es ist ja schön, dass du alles ausgeschildert hast, aber es ist trotzdem irgendwie hart verwirrend. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte, hier war ich hier schon? Ja, hier komme ich her. Wait. Oder soll ich jetzt hier erst hin? Ich blick nichts mehr, Leute. Wisst ihr was, Leute? Ich laufe jetzt einfach hier durch. Wir gucken uns das jetzt einfach an und zur Not gucken wir gleich nochmal von oben. Wenn ich jetzt irgendwas übersehen sollte, dann
Ja, dann ist es so, dann ihr könnt ja den zu euch runterladen und selber schauen. Weil ich bin wirklich komplett verwirrt jetzt. Ich weiß nicht mehr, welches Schild aktuell ist und welches nicht. Weil es stehen einfach an jeder Ecke diese Circle 2 Schilder. Und ich weiß nicht mehr, welchen ich folgen soll. Es gibt halt so viele Gänge. Und dann kommen ab und zu diese schwarzen Schilder. Stand halt in der E-Mail, wenn schwarze Schilder kommt, soll ich einen Abstecher machen. Habe ich gerade versucht zu befolgen und dann kamen neue blaue Schilder. VIP Sponsor Wall. Noch so ein paar Essens- und Trinkensachen. Bisan und Antilope. Ah, hier kann man auch nochmal hoch. Ah, und wenn die schlafen, kann man die dann von oben nochmal beobachten durchs Glas. Und natürlich von oben auch noch schauen in das Gehege. Sieht alles so schön aus. Guckt euch mal, wie schön das hier beleuchtet ist. Mega nice. Da ist auch nochmal irgendwie so ein modernes Haus oder so. Da gehen wir wieder runter. Oh, das sieht auch schön hier aus. Oh mein Gott. Richtig cooler Tunnel. Ah, jetzt sind wir bei dem modernen Haus schon angekommen. Haben wir auch noch mal einen schönen Blick. Ah, das ist immer krass, ne? Von wie vielen Richtungen man diese ganzen Gehege sehen kann. Finde ich echt beeindruckend. Oh, hier ist ein neues Tier. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Elephants. Auch mega schön. Geht es dann auch nochmal hoch. Das ist das Ding, was so schön beleuchtet war. Das hatten wir vorhin gesehen. Da kann man sogar rüberlaufen. Nicht schlecht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer sich auch verlaufen hätte. Und irgendwann aufgegeben hätte, mit den Schildern zu gehen. Oh Mann. Das ist so typisch ich. Ah, hier sind aber so viel Liebe zum Detail drin. Ich kann das gerade gar nicht alles mehr genau angucken, weil es einfach sonst viel zu lange dauern würde. Also ich glaube, wenn ich hier wirklich alles mehr ausführlich anschauen würde, wäre das ein 3-4-Stunden-Video. Das ist einfach too much. Deswegen muss ich mich leider so ein bisschen beeilen. Es tut mir sehr leid. Aber es ist trotzdem alles richtig, richtig schön. Überall sind halt Wege. Das ist so verwirrend. Du guckst so in der Ecke, denkst so, okay, da ist wenigstens mal dann ein Bereich abgehakt und dann zack, geht eine Treppe runter. Hier auch, ne? Oh mein Gott. Ich weiß wieder nicht, wo lang. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay, das macht Sinn. Hier waren wir vorhin. Das heißt, ich habe, glaube ich, sogar alles einigermaßen abgearbeitet. Und dann bin ich wieder aktuell mit den Schildern. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich hoffe es. Hier links gehen auch noch Wege. Wahrscheinlich Mitarbeiter. Was ist das denn hier? Ist das hier nur Deko? Ja, das ist nur Deko. Das ist kein irgendwie Gehege, begehbares Gehege oder so. Das dürfte noch Elefanten sein. Die kann man hier nämlich auch noch schön beobachten. Oh, Nilwarane haben wir auch noch nicht gesehen. Oh, das hast du ähnlich gemacht wie bei den Komodowaranen. Richtig cool. Schön auf, ja, quasi Kopfhöhe. Oh, und direkt so ein Vivarium hier eingebaut. Das ist auch nice gemacht mit einem Leguan. Und da geht dann hinter das Nilwaran-Gehege. Hier können die dann auch noch hin. Und dann haben sie auch ein bisschen Wasser und so. Die mögen es ja gerne feucht. Und hier hat man nochmal einen richtig schönen Blick in das Elefantengehege. Ach, schön. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Stunden du investiert hast, weil der Zoo ist ja wirklich riesig. Der nimmt ja gar kein Ende. Also wenn ich zum Beispiel persönlich einen Zoo bauen würde, ich würde niemals so groß bauen. Allein schon wegen den FPS, weil ich es immer schade finde. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nur 22 FPS. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil da geht halt Atmosphäre flöten und ja, man verliert dann auch schneller die Orientierung, wenn man echte FPS hat. Beim Zuschauen ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn man selber spielt. Aber ich glaube, das trägt nicht dazu bei, dass ich die Orientierung behalte. Hier haben wir jetzt nochmal V. Restrooms. Oh, diese Schilder auch, das ist... Weiß nicht wohin. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Es ist wirklich ein Irrgarten, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Oh, Hammer. So ein schöner indischer Bereich. That's fantastic. Okay.
Oh, das ist sogar begehbar hier. Sesam, öffne dich. Ne, der trinkt. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich sollte doch erst die schwarzen Schilder nehmen, oder nicht? Also ich müsste doch jetzt eigentlich erst diesen folgen, aber Circle 3 sagt hier lang. Ich bin verwirrt. Stand halt so in der E-Mail, dass ich immer Abstecher zu den schwarzen Schildern machen soll. Versuche mich ja dran zu halten, aber irgendwie klappt es nicht. Oh, das sieht ja auch schön aus hier. Sind schöne Gebäude im Hintergrund. Nach da unten kann man auch nochmal hin. Das heißt, der Irrgarten wird uns da auch hinführen. Ja, was das für ein Konstrukt sein muss hier, ey. Ich muss echt nicht wohin. Ich bin so lost. Oh mein Gott. Circle 3. Okay, jetzt darf ich es nicht falsch abbiegen. Circle 3. Okay. Geht's wieder durch einen engen Gang irgendwo anders hin. Jetzt sind wir wieder bei den Wölfen. Also. Gehen wir jetzt wieder Richtung Eingang oder was? Also das ist jetzt hier wieder der Eingangstunnel. Ich bin halt maximal verwirrt, wo es jetzt wieder lang geht. Gehen wir hier wieder komplett zurück? Circle 3. Wie sind wir jetzt am Schluss? Ich habe doch irgendwas verpasst. Exit. Also ich habe safe irgendwas verpasst. Okay, keine Ahnung, Leute. Ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich würde sagen, wir schauen nochmal bei Tag und von oben. Vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Selbst wenn wir jetzt was verpasst haben, ist es halt so wild. Ich denke mal, wir haben genug von deinem Zoo gesehen. Der ist wirklich richtig klasse. Viel Liebe zum Detail. Für meinen Geschmack ein bisschen zu groß und zu viele verschiedene Wege. Und der Irrgarten, also der Irrgarten, der Rundweg war ein bisschen ein Irrgarten für mich. Also ich fand das irgendwie, es war teilweise cool, durch diese engen Gänge zu laufen, aber es war dann auch teilweise schon so ein bisschen too much, dass man dann wieder durch den Bereich geht und dann wieder zurück in den Bereich und so. Ich glaube, das muss man ein bisschen strukturierter machen, damit man nicht so die Orientierung verliert. Ich habe jetzt halt viele Sachen gar nicht gesehen, zum Beispiel das hier oben mit den Tigern. Aber wie gesagt, Leute, wenn wir jetzt was Großes übersehen haben oder irgendwas Cooles, ladet euch den Zoo runter, schaut es euch selber dann nochmal an. Der Zoo ist halt noch riesig. Ich habe hier, glaube ich, viele Sachen übersehen. Bin mir aber nicht mal gerade sicher, weil bei Tag sieht es halt ganz anders aus. Bin aber beeindruckt, dass der Zoo noch so gut läuft. Das ist ja alles ein Bereich, den ich gar nicht gesehen habe. Holy shit. Doch, hier sind die Bisons. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich dadurch viel übersehen habe, dass ich so viel auf die Schilder geachtet habe. Und nicht mehr so viel auf den Weg, auf die Wege und den Zoo. Weil ich versucht habe, die Schilder zu verstehen. Oh, schöne Felsarbeit hier. Hier waren wir aber auch. Hier sind die Elefanten. Das hier ist diese Brücke, die so beleuchtet war, so toll. Wo bin ich vorhin falsch abgebogen? Das kann ich halt nicht mal mehr rekonstruieren, glaube ich. Das hier ist das große Mischgehege. Also hier war ich auf jeden Fall, habe ich irgendwas falsch gemacht in dem Indien-Bereich, da bin ich mir sehr sicher. Weil die Tiger da oben habe ich nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier unten auch viel verpasst habe, hier drin. Aber ist jetzt, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, aber ich denke schon. War ja keine Absicht, ne? Und ich wette, viele von euch hätten sich auch verlaufen. Da bin ich mir sehr sicher. Ne, hier war ich. Okay, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Also das haben wir auf jeden Fall übersehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mehr Bereiche übersehen haben. Aber es ist einfach krass, ne? Wie groß dieser Zoo ist und wie viele Tiere es hier gibt. Und dafür läuft er echt noch bei mir mit 23 FPS. Das ist schon relativ in Ordnung. Aber nächstes Mal würde ich es, wie gesagt, ein bisschen kleiner, glaube ich, machen an deiner Stelle. Allein schon, weil dann der Zoo noch flüssiger läuft und das ist auf jeden Fall angenehmer. Hat aber trotzdem mega viel Spaß gemacht. Ja, Leute, das war der Evergreen Zoo von M. Cruise. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr könnt den Zoo unten in der Videobeschreibung finden und runterladen und selber ausprobieren. Falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, steht das auch alles unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.